Scheiße, die ist wieder so tief. Was mache ich denn jetzt? Nichts, was dich umbringt, würde ich sagen. Aber ich sehe sie da unten. Was mache ich denn? Wollen wir beide runter und jeder haut ihn mal ruf und taucht runter? Und dann unterwegs geben wir uns so die Luft gegenseitig und atmen nee, uns so aber, Mund zu Mund. Aber so. Der zweite Schlag, da könnte der andere ja, könnten wir ja wieder hochtauchen. Guten Morgen aus Subsistence. Brutal, wir sind wieder hier. Wir haben tatsächlich auf Merz gestellt, weil das wäre jetzt, also ja, wir hätten es überlebt, aber das wäre jeden Tag dasselbe irgendwie gewesen. Du von vielleicht. Daher. Ich wahrscheinlich nicht. Hier ist ohne Kiste, was ist denn jetzt los? So, wo kam gerade drin und hat auch gleich rechts eine Kiste gesehen? Ich links. Und noch inne, hallo. Das war immer noch brutal. Ja, ja. Bärchen. Bin ich stopp. Ja, wir haben uns überlegt, das nächste Ziel, worauf wir hinausarbeiten, ist der Herd und noch ein bisschen mehr Strom, also dass wir vielleicht alle so betreiben können, vielleicht noch mit 1-2 Solarzellen. Dafür brauchen wir viele Perlen. Ja. Und erstmal müssen wir uns ja wieder ein bisschen pushen mit Essen. Und uns ein bisschen vorantreiben. Oh, sind die Hühner auf Brutal auch schneller? Ja, nee, nicht schneller, aber früher. Was schwimmt denn da im Wasser? Das Feuer. Ach, das ist Lagerfeuer, das steht direkt auf dem Wasser. Krass. Das ist noch umgestellt. Ja, Perlen. Ja, dann machen wir mal einen Perlenausflug. Oder was? Oder wer? Ja, gleich. Also ich hole erstmal. Ich brauche ja Essen. Das heißt also, wir sollten auch vielleicht den einen oder anderen Madenbaum mitnehmen. Madenbaum. Fallen sind befüllt, müssen in den nächsten Tagen mal wieder repariert werden. Ein Häschen war drin. Dann werden wir ungesagt, aber ich brauche trinken, sehe ich gerade. Ja, machen wir erstmal eine kleine Madenbaumrunde und gehen dann bei uns in der alten Hut ins Wasser und gucken Dietrich mal. Aber ja, nee. Ich gehe schnell mir nochmal was zu trinken holen. Kap bei, kann dir das geben. Achso, na dann gib's mir. Gib's mir. Ja, oh Wolf. Ja, den hatte ich auch schon. So. Na, oh Wolf, wollen wir einen oh Wolf töten? Zeigen an Pfeilen, 9. Sollen wir? Ja, sollen wir. Ich hab ja keine Pfeile. Nee, wir töten nicht. Ich kann dir 3 abgeben, warte aber mal. Du verschießt die ja immer. Warte mal, 1, 2. Nee, ich kann mir welche machen. Okay, dann repariere ich hier mal die Falle schnell. Na, wir können doch hier auch mal zu unserer Base hin. Unser Wolfsbase. Dann ist es nicht ganz so. Irgendwas hat hier gebrüllt gerade. Ja, der Wolf. Zu dir oder zu mir? Zu mir. Und ich hab noch 5 Schuss in der Schrotzeile. Wo ist er denn hingelatscht? Hier. Ihr könntet den mit der Schrotflinte holen. Oder mit dem Pfeil, ich weiß nicht. Oh. Siehst du? Ja, jetzt zeig mich schon. Du verballerst die immer. Ja. Das war nur der eine. Schieß. Ich hab mich getroffen. Ah. Aber dadurch hast du ihn nicht getroffen. Ja. Gastet Ass. Ich dachte, wenn ich gleich schieße, wenn du auch schießt, dann. So war's gut. Schön. Links ist ein Bär, pass auf. Ich versuch mal den Wolf zu holen. Gut. Okay, dann. Madenbaum? Madenbaum, ja. Achso, dann lass mir kurz die Hände waschen. Oh, ich hab echt nicht viel Ausdauer und so. Also, wenn es mal haarig wird, wir sollten noch ein paar mehr Plattformen machen. Wir sollten endlich mal hören, was die Kommentare schreiben immer. Ja, mehr Plattformen, dann freue ich mich und dann vergessen wir es irgendwie wieder beim.
spielen. Tja, du weißt ja, wo der nächste Mahnbaum ist, wa? Ja, so. Ein bisschen. Ich glaube nicht, aber hier waren ja auch irgendwo Banditen. Jägerwesen. Ich will jetzt hier ja nicht rumlaufen, eigentlich. So einsam. Ja, wir gehen jetzt zu dem Madenbaum auf dem Berg? Nee, ich bin nicht auf dem Berg. Ich bin unten irgendwo. Ja, nach hier rechts muss jetzt. Kommt immer der Angler. Hart nach rechts muss jetzt. Nee, geh gerade. Ja, wir bauen den Mahnbaum, der ist auf dem Berg. Okay, ich bin gerade auf dem anderen zugelaufen. Und der im Tal, oder? Hm. Hier ist eine Kiste. Okay, bei dem anderen ist hier gerade ein Wolf. Ich nehme jetzt den. Ich weiß nicht, ob ich vorbeikomme. Naja, ich nehme jetzt den hier oben. Komm unter dir. Ich höre dich. Ich höre dich auch. Aber ich dachte, ich habe einen Bären gehört. Hm? Hackst du mit so ein bisschen zugekniffenen Augen? Ja, leicht. Gleich frisst du dich. Ja, so hat sich das angefühlt. So, jetzt hole ich die noch. Jetzt haben wir schon 3, 6 demzufolge. Den haben wir da vorne. Ja, den noch da oben. Im Norden. Ja. Naja, hier so. Kommt immer der Angler, stimmt. Ich weiß bloß nicht, zu welchen Zeiten der vorbeikommt hier zum Wasser. Aber ich glaube, der läuft eher zu dem kleinen See oben. Als hier runter. Ich hab ihn hier schon aus der Ferne öfter mal gesehen, aber momentan sieht er ja ganz gut aus. Okay, also rappeln wir uns jetzt nach dem Winter mal so ein bisschen auf. Kümmern uns weiterhin um uns, also um unsere Sachen und was wir so alles noch brauchen. Und dann sehen wir zu, dass wir als nächstes den Herd und so kriegen. Ja. Jetzt sieht's ja auch voran. Jetzt sind wir ja auch wieder relativ regelmäßig mit den Folgen. Ich habe noch 2, 3 Wochen Urlaub. In der Zeit flutscht das eigentlich einigermaßen. Und dann, wenn ich wieder arbeiten hier, bisschen, mal gucken. Haben wir hoffentlich Vorlauf. Ja, vielleicht, wenn alle Duty hat, haben wir da dann, bis ich wieder arbeite, auch wieder Vorlauf und dann. Mal gucken, läuft momentan. Kiste? Ja. Noch eine Kiste. Kommen wir da ins Wasser, gefahrlos? Ich glaub schon. Der Wolf okay. Ist relativ weit weg. Also sollte sehr schön Nägel. Ich hab irgendwo eine Blaubeere. Meine Blaubeere. Ja. Ich glaube, da ist auch noch eine Kiste. Was wird nur ein Fahren? Ich weiß nicht, wir könnten ja hier noch mal kurz nach der Dietrich-Kiste Ausschau halten. Ich habe einen Dietrich bei. Oder riskieren wir da wieder zu viel? Ja, ne? Naja, das machen wir nicht. Nee, na denn schwinge ich mal meine Axt. Genau, wir tauchen jetzt nach Perlen ein bisschen. Okay, ich gehe hier ein bisschen links und du rechts. Und dann nehmen wir auch gleich noch Algen mit und. Ja, geh so gerade rüber, so. Okay, ich gehe hier ein bisschen linkswärts, mittig. Ja, geh mal am Strand so lang, genau. Mit einem Algen und alles, was ich so sehe, nehme ich mit. Jetzt bist du ja doch hier, bist du ja doch nicht am Strand. Doch, bin links. Ich will ja hier die Muschel. Ja, aber so am Strand. Aber ich muss erstmal auftauchen. Nee, du solltest ja nach rechts sehen. Oh, komm hoch, komm. Nee, da ist so eine steile Kante. Dumme Ding, ey. Da musst du mal so weit tauchen, das will ich auch nicht. Das ist ja ganz schön tief. Also so tief, ja. Aber ich will die Muschel, das ist mir jetzt scheißegal. Ja, für eine Platine brauchen wir, glaube ich, immer 3. Okay, hoch mit dir. Das heißt, tauch auf, also, dicke Ding. Tauch auf. Oh. Wir brauchen echt viel Muscheln. Ja, ja, ja.
da, ich will ja nicht so weit am Strand tauchen, weil da ist ein Wolf. Ja, ich bin am Strand schon lang, hab schon lang geguckt, war nix. Okay, nein. Kannst du mal in unsere Bucht tauchen? Das ist ein Bär, den will ich auch nicht. Oh, Sandstein. In der Mitte, dann kommen Muscheln. Eigentlich müssten wir, ja genau, eigentlich müssten wir das abbauen, weil es kann ja möglich sein, dass dann irgendwas spawnt, was wir brauchen. Ja, wir brauchen eigentlich alles. Und wenn wir das jetzt noch nicht brauchen, brauchen wir das ja irgendwann. Mach nicht zu tief immer, ey. Da ist aber eine Muschel da tief. Ja, aber... Mann, jetzt hab ich mich erschrocken, jetzt hab ich meinen Rhythmus nicht mehr, jetzt muss ich hoch. So, ich atme kurz und dann... Jetzt geht's runter. Pass auf, ich schaffe es. Ja, und wenn nicht, dann muss ich eben zweimal atmen, dann kann ich ihr Uni helfen. Atmen? Muss ich eben zweimal atmen, unter Wasser, egal. So, jetzt... Ja, die wird jetzt wieder... Die wird keuchen, pass auf. Komm, 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 komm. Oh, 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 das sieht scheiße aus. Einmal 54. 47. 40. Okay, dreimal kannst du ruhig ab. Zeig aber dafür ja, aber noch mal eine Perle. Du stinkst? Ach, du ertrinkst. Ich hab nix die Einblendung nur ganz kurz gesehen. Du stinkst. Sagt das Spiel, dass du stinkst, obwohl du im Wasser bist. Scheiße. So, wir brauchen auch eine Base, oder? Ja, aber jetzt brauchen wir trotzdem Muscheln. Los. Ich hab schon zwei, und ja, du? Ich hab null, dafür habe ich zwei Sandsteine und vier Algen oder drei Algen. Na ja, gut, das sei dir verziehen. Aber damit kann ich nicht so lange rumrennen, also hier einen halben Tag unterwegs. Wenn du dich nicht traust, da ist noch eine Muschel. Scheiße, die ist wieder so tief. Was mache ich denn jetzt? Nichts, was dich umbringt, würde ich sagen. Aber ich sehe sie da unten. Was mache ich denn? Wollen wir Beete runter und jeder haut ihn mal ruf und taucht runter? Und dann unterwegs gehen wir uns so die Luft gegenseitig und atmen nee, uns so aber, Mund zu Mund. Aber so? Der zweite Schlag, da könnte der andere ja, könnten wir ja wieder hochtauchen. Ach, der Schlag. Ich hab auch inne. Aber ich sterb doch wieder. Ich sterb doch in jeder Folge. Scheiße, ich trau mich nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich doch nochmal. Dann lasse liegen. Scheißegal, lass sie liegen einfach. Nee, ich will sie. Ich sehe sie ja schon. Die ist schon, die bietet sich mir richtig an. Aber ich muss erst warten, bis mein Leben wieder hochgebrochen ist. Dann traue ich mich. Jetzt tauche ich erstmal hier nochmal kurz am Rand lang. Wir brauchen die Tauchbank, ey. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen den Herd. Ja, den... Hier in der Bucht ist nichts. In welcher? Wo bist denn du? In der Bucht zu der Base hin. Ist ja geil. In Richtung Süden. In der Bucht ist doch eine Base. Hier, warte mal. Da war. Da ist nur ein Sandstein, aber da ist ein Bärchen am Ufer. Das ist mir zu dicht. Das lässt mir keine Ruhe, dass die da unten rumgammelt, die scheiß Muschel. Ja, dann holst du doch. Mann, ich hab aber erst 53. Das schafft sie nicht. Also, drei, viermal schnappen kann sie ja, aber. Aber jetzt schnappt sie bestimmt. Wie viel zieht die mir denn immer ab, jedes Mal? Beim Schnappen? Drei, fünf, irgendwie so. Ich warte, bis ich voll bin, dann wage ich's. Wenn ich sterbe, zieh ich ganz schnell meine Jacke aus und werf's an Land. Jetzt hat er schon wieder 55. Hättest ja nicht anziehen brauchen, die Jacke. Ja, ich weiß. Eigentlich. Aber. So warm ist es noch nicht. So, ich hole noch eine Alge und eine Muschel und dann ist es gut. Mehr hole ich nicht, weil dann bringe ich die Algen erstmal in den Kühlschrank. Ich sehe sie. So, 58, 59, na komm. Das schaffen wir. Ich bin genau drüber, ich bin ganz aufgeregt. Und dann, wenn du runtertauchst, verschwindet sie, pass mal auf. So. Oh, ich hab viel, viele Algen. So, ich mach es jetzt. Pass auf. Oh Gott. Oh Gott. Komm nicht mal unten an mit der Luft. Die Kabel, doch komm ich, Alter. Das ist scheiße tief. Das ist richtig tief. Ach du Scheiße, das geht nicht gut.
Hab die Muschel. Jetzt muss ich hoch. Jetzt hab ich keine Luft mehr. Ja. 55. 49. 42. Oh Gott. 36. Nee, ich schaff das nicht. Doch. Oh, ich bin oben. Oh, 22. Okay, ab zur Base. Oh, ich hab die Muschel. Wo ist denn die Base? Ab, da. Ab zur Base schwimmen. Ey, komm mal. Ja, jetzt bin ich befriedigt ein bisschen. Schön, dass ich die habe. Dass du so einfach und schnell zu befriedigen bist. Oh, das war eben so ein bisschen Nervenkitzel, Adrenalinkick. Och, fühle mich ganz belebt gerade. Und oh, da ist noch Sandstein. Das ist aber gut langsam. Ey. Ob ich da auch nochmal nachtauche? Nee, nein. Zeig ja keine Luft mehr. Ich schwimme auch zurück, ich bin weit weg von zu Hause. Okay. Ich hab 2 Perlen, 8 mal Sandstein und 9 Algen. Ich hab 3 Perlen, sonst nichts. Das ist schön. Hauptsache hier ist nicht irgendwas, was mich beißt. Vielleicht kommt ja noch was zwischendurch so, aber der Anfang ist jetzt schon mal gemacht, aber das wird noch 2-3 Mal dauern, bis wir. Ja, ich glaube, der Kühlschrank brauchte 3 oder 4 Platinen. Oh, jetzt friert der auch noch. Oh nein, dann schaffe ich es auch wieder nicht nach Hause. Oh, bitte nicht. Dann legst du dich aber wieder auf den Stein ab. Zum Sandstein. Das sind 5 Grad, warum friert er denn? Weil du nass bist. Shit. Ich glaube, wenn ich an Land bin und laufe, ist es besser. Geh doch raus hier. Oh je. Oh je. So. Hüpf doch! Guck mal hier, Kartoffeln. Zack. Nur eine. Nur die esse ich. Guck mal, ob wir noch. Bestimmt noch eine Tomate. Das auch. So. Hier was. Tomate. Brauchst du auch noch eine Kartoffel? Nee, eine Kartoffel nehme ich noch, ja. Die packe ich in den Kühlschrank. Oh, ich bin bei 25, weil ich glaube, ich schaffe es. Oh, jetzt wird er da schon. Was wollte ich noch machen? Noch was in den Kühlschrank packen. Sind die Öfen noch an? Ich glaub ja. Ist das nicht. Wissen wir, was ich aufwärmen habe? Boah. Oh, die Hühnchen gehen runter. Die brauchen wir zu essen. Die haben noch mal nichts. Wir müssen so nicht leben. Nee. Ich hab 2 so eine Dinger hier. 2 so eine. Hier, kannst du das mal in den Kühlschrank packen? Sollte ich mal. Mehr geht nicht. Immer drin gepackt. So, ich grill uns mal was, wa? Mhm. Achso, das kann eine Leber, ein Häschen und ein Fleisch. Mehr gibt's nicht. Richtig. Achso, Maden auspacken? Ja, Maden. Siehst du, ich hab 3. Ich hab 4. Weil einen hab ich dem Hühnchen gegeben. Und 2 Heidelbeeren. Die braucht nicht. Die sollen hier so gierig sein. Naja. So, was wollte ich denn? Dünger. Dünger. Seil, Rade, Stoff. Schön. Auch Eisen haben wir auch schon wieder ein bisschen. Cool. Also langsam geht es ja bergauf. Schön. Bist du deine Wasserflasche drin war? Ja, ich in der Tasche. Achso, ich brauch trinken. Krieg's gleich. Ich esse schon mal das Häschen. Ist nichts mehr bei für die Hühnchen? Ah, eine Kartoffel. Ist egal, wenn die was haben, ihnen ein bisschen wahnsinnig 0% haben. Ich opfer meine Kartoffel. Die macht nichts, die macht nur 2%. Lass das einfach. Und ist es selber. Scheiß was drauf. Und die wegen dir sterben.
Ja, das werden sie schon überleben. Ist mal auszubedet. Guck schnell hin, sonst verbrennst. Oder reicht dir eins? Ich esse nur eins. Ist das anders schnell? Okay, jetzt bin ich im Gelben. Okay. Naja. Aber es geht langsam wieder bergauf. Langsam aber immerhin. Mhm. Aber die Beete brauchen wir jetzt auch nicht gießen, weil es regnet. Hier haben wir nochmal Kartoffeln. Guck mal, schön. Da kannst du dem Hühnchen mal einen abgeben. Ja, den gebe ich jetzt einen ab. Obwohl es jetzt eigentlich nicht braucht, wenn es was drin hat, hat er was drin. Komm ich da ran? Nee. Nein, wir brauchen auch wieder Wasser. Das macht wirklich nur 2%, das ist für den Arsch. Das essen wir selber. Bei uns macht das wenigstens mehr. Arsch. Das ist für den Arsch. Was ist hier jetzt? Ich gieß mal ein bisschen Beete. Nee, das war mein Trinkengenuss. Ja, so viel gießt der Regen ja auch nicht, glaube ich. 29 und das reicht. Aber hast du gesehen, die Algen, wie schnell die runterfahren? Ja. Die waren noch ja nicht so lange unterwegs. Ja, ja, das ist Wahnsinn. So, dann kann man ja schon wieder 7 Schnüre bauen. Dann könnten wir eigentlich zur Nacht hin angeln. Stöcke. Muss aber in der Wache halten. Wegen dem Dreck hier ein Federvieh. Ich baue erstmal Angelschnüre. So, 5 reichen erstmal. Angel nehme ich mir mit. So, war da noch was drin? Ist ja eine Asche drin, siehst du? Ein Lagerfeuer. Ach, die könnte ich doch abbauen jetzt, oder? Dann kriegen wir doch ein bisschen was wieder. Ach so. Zack. Hälfte der Rohstoffe wieder. Geh doch raus hier. Kann man eine Treppe mehr ranmachen. Oh, ich noch ein bisschen Dünger verteilen kann. Hast du AA bei den Hühnchen schon rausgenommen? Ja. So, wo haben wir denn hier? Da. Und da. Läuft da. Ja, wenn du dich ja nicht bewegen kannst, wa? Und wirklich nur am Ofen stehst. Ja, das war nicht so schön. Ja, weiß man für nächsten Winter, dass man mehr einlagern muss an Essen. Also Vorrat. Das haben wir, da haben wir uns ja nicht so doll drum gekümmert. Wie weit entfernt sind wir denn jetzt vom Ofen? Das siehst du doch an deinem Dings, also. Hier habe ich noch 100%. Mann, du Hong, wie weit wir noch entfernt sind, um den Ofen zu bauen. Ach, um den Ofen zu bauen? Herd. Ich dachte, an dem. Ja, dann sag doch Herd, du Honk. Ja, dann musst du doch nicht. Du sagst auch nicht Tauwerk, sondern sagst Schnur. Seil. Da. Ich hab schon einen Fisch. Ah, der heißt Ofen. Der Herd? Und der andere heißt Holzofen, ja. Was siehst du? Heißt Ofen, sagt Ofen. Also wir brauchen. Wir brauchen ja keine Platinen, wir brauchen Eisenbahn. Wir könnten den bauen. Bin ich umsonst getaucht, ey, und hab mein Leben riskiert für die hässliche Scheißperle. Ja, die brauchen wir für Solarzellen. Da brauchen wir 3 Platinen. Ja, wir brauchen 6 Eisenbahnen, 30 elektronische Teile und 20 von diesen Metallschrottdingern. Mhm. Haben wir alles. Dann bau den Scheißofen. Nein. Also ja, wenn man die Eisenbahn herstellt, dann braucht man ja Strom. Na mach. Fang an. Dann steht er morgen. Ja, ich habe jetzt die 6 Eisenbahnen gebaut. Erstmal. Wir sind im Bau. Dann brauchen wir 30 von den elektronischen Bauteilen. Dann kümmern wir uns noch um ein bisschen Masse. In der nächsten Folge und dann
Und noch ein bisschen Strom. Und dann haben wir den Ofen schon. 20 Metallschrott. Dann ist das nächste Ziel. Ja, die Bratpfanne und das alles. Backform. Ja, ja. Der braucht auch viel Eisenbahn, glaube ich. Wieso war das? Aber das nächste Ziel ist nochmal ein bisschen mehr Strom. Also in 2 Solarzellen sollten wir uns hinstellen noch. Ach, die machen das ohne. Ja doch, guck mal, wir haben jetzt immer. Also jetzt ist ja schlechtes Wetter, aber wir haben rinkommenden Strom 0,35 und rausgehenden 0,2 durch den Kühlschrank. Immer mehr nehmen. Wir brauchen 9 Perlen. Wir haben aber nur 6. Naja, dann tauchst du ja nochmal so ein bisschen Risiko rein. Nee, das war echt. Das Ach war, nee, wir brauchen nur. Wir brauchen nur 6. Geil. Geil. Eine Solarzelle kriegen wir auch noch hin. Ist ja richtig Action heute, ey. Wir alles bauen können und wie tief wir tauchen können. Ja, jetzt können wir noch nicht bauen, weil wir brauchen 1000 Strom. Wir haben ja, mach doch an den scheiß Generator, wir haben den noch so. Ja, ja, ich kann auch nicht alles auf einmal machen. Doch, alles gleichzeitig. Ich angel in der Zeit, ich fange nur nichts. Doch jetzt, siehst du, man muss nur meckern. Wie mit dir ist es. Na toll. Ich werd nur gedisst. Vorne, hinten, ich krieg immer nur. Hier, und was ich für ein Riesenvieh habe. Viele Tiere. Was für ihn denn? Zeig, zeig. Ja, so ein Vieh halt. Oh. Kann man richtig schön schlemmen nachher. Immer mehr. Sehr schön, ja. Eisenbahn. 5 Stück. 6 Stück. Okay. Also die Sachen für diesen Herd haben wir schon mal. Die Sachen für die Solarzelle könnte ich eigentlich. Wir brauchen 3. Und 4 Kleber. Haben wir noch 4 Kleber? Wir haben noch 4 Kleber. Aber wir haben bloß 5. Ach nee, wir haben 7 Perlen. Okay, dann kümmere ich mich mal um die Platinen. Jetzt sehe ich mich. 1, 2. Das bringt nichts. 3. Dann mach dir doch was an. Nee, ich mache jetzt gleich Schluss. Wir haben noch Lampe. Ja, ich filetiere jetzt. Ach nee, ich esse jetzt. So, hier mache ich den Fisch rein. Jetzt trinke ich noch einen Schluck. Kannst du gleich was essen und dann jeg ohne die Aufnahme nochmal im Dunkeln angeln, bringt ja auch für Kino. Dann sieht also er die 3 Platinen habe ich jetzt fertig für die Solarzelle und die ganzen Zutaten für den Ofen. Wir müssen jetzt bloß noch Strom und Masse zusammenbekommen. Okay. Dann machen wir einfach so eine kleine Runde ohne Aufnahme und holen ein bisschen Holz, ballern da die Masse rein. Der Generator läuft. Oh ja, wir brauchen viel. Wir brauchen wirklich viel. Tickert jetzt alles langsam erst hoch. Ich pack das mal lieber alles aus. Man kann ja nie wissen, wann du wieder stirbst. Ganz genau. Und hier ist mal dein Eisenbahn, Fisch. 6 Eisenbahnen in der Tasche. Nee. Das ist ein bisschen blöd. Ah, doch, jetzt geht es los. Links rum, rechts rum, hier. So und so. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier Schluss. Leute, und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und gucken mal, ob wir denn den Herd, den Ofen hingestellt bekommen. Aber wahrscheinlich schon. Ja, schön. Also, ja. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.